Ja, wenn man von der letzten Saison ausgegangen ist, dann hätte man erwarten können, dass es ein Topspiel ist. Zumindest waren das ja auch zwei Vereine, die in den letzten Jahren in der Bundesliga auch oft aufeinander getroffen sind und gegeneinander gespielt haben. Wenn man die letzten beiden Spiele nimmt, muss man sagen, da waren wir eigentlich in beiden Spielen klar bessere Mannschaft. Haben hier ihr 2-1 gewonnen und da sehr, sehr unglücklich 0-1. Aber die Vorzeichen sind ein bisschen was anderes. Das ist im Moment stehen beide Mannschaften im Mittelfeld. Nach einem ganz schlechten Saisonstart von Bochum sind sie gerade dabei, sich wieder zu stabilisieren. Haben auch die Spielweise verändert, spielen jetzt in der Raute mit zwei Stürmern, also auch offensiver, haben drei offensive Mittelfeldspieler auf dem Platz mit einem jungen im defensiven Mittelfeld. Federico ist auch wieder einer meiner Spieler, die ich schon sehr lange beobachte, der sehr, sehr torgefährlich ist, sehr gut im Abschluss. Bei uns ist es halt eben so, dass wir noch nicht wissen, ob Rangelov geht oder doch geht. Bittencourt fällt auf jeden Fall weiterhin aus, auch für das Spiel. Bittroff ist erfreulicherweise jetzt seit zwei Tagen im Training, hat gestern das Training, heute das Training absolvieren können. Hünemeyer hat das volle Programm, genauso wie Kirschbaum. Also die sind auf jeden Fall einsatzfähig.